Wir machen die Bahn effizienter und zuverlässiger. Wir wollen von der Straße zur Schiene verlagern. Das hilft dem Klimaschutz und damit hilft es uns allen. Es macht mich sehr stolz, einen kleinen Beitrag zu leisten, um die Bahn wettbewerbsfähiger zu machen. Taro ist ein wesentlicher Baustein auf dem Weg zur Automatisierung und Digitalisierung der klimaschonenden Bahn. Das Projekt Taro, Towards Automated Railway Operations, ist ein dreijähriges Forschungs- und Entwicklungsprojekt unter Führung des ÖBB-Konzerns. Insgesamt sind an dem Projekt 17 Partner aus Industrie und Wissenschaft beteiligt. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Klimaschutz gefördert. Ziel von Taro ist es, einen Beitrag zur Steigerung von Kapazität, Qualität und Produktivität des Systems Bahn zu liefern. Konkret adressieren wir drei Themenbereiche: Prozesse, Digital Twin und Regionalbahntechnik der Zukunft. Im Bereich Digital Twin Fahrzeug geht es um eine optimierte Instandhaltung und eine verbesserte Verfügbarkeit von Fahrzeugen. Im Bereich Digital Twin Infrastruktur schaffen wir die Grundlagen für automatisierten Bahnbetrieb der Zukunft. Bei den Prozessen optimieren wir die Disposition von Güterwagen in Österreich. Wir leisten einen konkreten Beitrag zur Weiterentwicklung der digitalen automatischen Kupplung für den Schienengüterverkehr und wir optimieren den Verschub von Fahrzeugen auf dem Infrastrukturnetz. Für die Regionalbahn entwickeln wir smarte Lösungen, um diese kosteneffizienter und fit für die Zukunft zu machen. Derzeit arbeiten wir daran, die Ergebnisse in den täglichen Betrieb überzuführen und für unsere Kundinnen und Kunden einen Mehrwert zu schaffen. Im Projekt Digital Twin Fahrzeug geht es um die automatische und dynamische Erfassung von Fahrzeugzuständen im Rahmen eines digitalen Zwillings. Unser Ziel ist, bevor die Fahrzeuge in die Werkstatt zur Instandhaltung kommen, bereits gute Kenntnisse zum Zustand von einzelnen Komponenten zu erhalten. Dies wird ermöglicht, indem wir viele Daten von den Fahrzeugen im Betrieb erhalten, welche uns Auskunft geben zum Zustand der Komponenten. Dadurch erreichen wir eine optimierte Instandhaltung und die Verringerung von ungeplanten Ausfällen. Wir schaffen es auch, Energie einzusparen, indem wir die entwickelten Modelle mit den Echtzeitdaten, die wir von den Fahrzeugen bekommen, füttern und dann eine energieoptimierte Abstellung des Fahrzeuges ermöglichen. Projektpartner sind das AIT, das Austrian Institute of Technology, welches ihre Fachkenntnisse zu Advanced Analytics, also den Umgang und der Verarbeitung von großen Datenmengen, in das Projekt eingebracht hat. Die ÖBB Traintech leitet das Arbeitspaket und bringt ihr Domänenwissen zur Fahrzeuginstandhaltung ein. Darüber hinaus ist das Verständnis von Daten, Signalen und deren richtiger Interpretation ein wichtiger Baustein. Und schließlich als wichtiger Projektpartner mit an Bord ist der ÖBB Personenverkehr. Dieser bringt ihr Wissen zur Fahrzeugeinsatzplanung und dem Betrieb der Fahrzeuge mit ein und ist wesentlich an der Gestaltung der Use Cases beteiligt. Die größten Herausforderungen im Projekt war das Verarbeiten der großen Datenmengen mit der richtigen Interpretation und Aufbereitung. Aber dank der guten Zusammenarbeit mit den Projektpartnern konnten wir dies lösen. Das Projekt ermöglicht es uns, die Instandhaltung zu verbessern, die Verfügbarkeit der Fahrzeuge zu erhöhen und es leistet einen wichtigen Beitrag für den wirtschaftlichen Betrieb. All das führt dazu, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und die Qualität der Bahn zu steigern. Unser Arbeitspaket im Projekt Taro trägt den Titel Digitaler Zwilling der Infrastruktur und wir beschäftigen uns damit, einzelne Bausteine für eine virtuelle Abbildung unseres Infrastrukturkorridors zu entwickeln. Das sind Anlagen, also Gleise, die Umgebung, alle Objekte, die für einen sicheren und pünktlichen Bahnbetrieb notwendig sind. Digitalisierung ist ein wichtiges Thema und in aller Munde. Auch bei uns in der ÖBB-Infrastruktur. Unsere Vision ist, dass wir durch die zukünftige Analyse all unserer Anlagen einen optimalen Bahnbetrieb gewährleisten können.
Unsere Partner im Projekt arbeiten hier an den verschiedenen Teilaspekten. Die FH Campus Wien erstellt einen Simulator für die Konzeptionierung eines neuartigen People-Mover-Betriebes. Das sind kleine, flexible Transportmodule für einen Fahrgasttransport nach Bedarf. Im People-Mover-Simulator wird eine bestimmte Teststrecke modelliert und so aufbereitet, dass bestimmte Parameter wie zum Beispiel Anzahl der Fahrgäste, die Anzahl der notwendigen Transportmodule, Wartezeiten etc. analysiert werden können. Ein weiterer Partner im Projekt ist Joanneum Research. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort beschäftigen sich mit der 3D-Datenerfassung, weiters mit natürlich der Auswertung und der Analyse dieser Daten bis hin zu einer Modellierung der Strecken in 3D. Das Unternehmen Rechenraum besitzt eine umfassende Expertise im Bereich der 3D-Datenanalyse und unterstützt uns hier bei der Zusammenführung verschiedenster notwendiger Datenströme sowie bei Simulationen. Wir möchten hier herausfinden, wie sich zum Beispiel eine erhöhte Anzahl von Zugfahrten auf das Gleis auswirkt. Das besonders Innovative ist der Fokus auf die Objektdetektion, das heißt die automatisierte Erkennung von Anlagen wie Oberleitungsmasten oder Signalen in den 3D-Daten anhand von Bilderkennungsmethoden oder künstlicher Intelligenz. Für mich beeindruckend war, dass wir es geschafft haben, gemeinsam mit unseren Partnern den gesamten Prozess abbilden zu können. Von der Erfassung der Daten in Messfahrten über Analyse, Auswertungen bis hin zu Simulationen. Das ist für mich ein toller Teamerfolg. Unsere Software generiert automatisch Dispositionsvorschläge, wie Güterwagen möglichst effektiv an die Kunden geschickt werden können. Und dadurch steigern wir die Produktivität und Verfügbarkeit unserer Wagen. Im Arbeitspaket teilautomatisierte Leerwagendisposition beschäftigen wir uns damit, den derzeitigen manuellen Prozess der Leerwagendisposition teil zu automatisieren. Das heißt, beim manuellen Prozess muss derzeit der Disponent oder die Disponentin händisch Bestände, also leere Güterwagen, auf Bedarfe, also den Bedarf eines Kunden nach einem leeren Güterwagen zuweisen, und wir generieren für den Disponent oder die Disponentin automatische Vorschläge, wie die Güterwagen disponiert werden können, um gleichzeitig auch die gefahrenen Leerkilometer zu minimieren. Beim Projekt haben wir mehrere Ziele. Wir probieren einerseits dem Disponent oder der Disponentin die Arbeit zu erleichtern bzw. manuelle Tätigkeiten zu reduzieren. Andererseits probieren wir gleichzeitig bei unserem Wagenmaterial die Auslastung zu steigern und auf lange Sicht natürlich dadurch auch die Kosten zu reduzieren. In Zusammenarbeit mit unseren Partnern Anexia und Alpenadria Universität Klagenfurt haben wir, die Rail Cargo Austria, den Prozess der Leerwagendisposition analysiert, die Minimierung der gefahrenen Leerkilometer als Optimierungsproblem modelliert und in einem Softwarepaket implementiert. Die wichtigste und innovativste Methode für unser Projekt war der Einsatz von mathematischer Modellierung, Linear Programming, Integer Linear Programming, um Probleme aus dem tatsächlichen Eisenbahnverkehr zu lösen. Das hat mich wirklich begeistert. Arbeitspaket Automatisierung im Schienengüterverkehr dreht sich alles um die digitale automatische Kupplung, kurz DAK genannt. Sie gilt als Gamechangerin im Schienengüterverkehr, weil sie nicht nur automatisch kuppelt, sondern auch eine durchgängige Strom- und Datenleitung auf den Zug bringt. Und das ist ein wichtiger erster Schritt für den intelligenten Güterzug. Unser Ziel ist es, die Einführung der DRK zu fördern mit einem besonderen nationalen Fokus. Wir haben aktuell die einmalige Chance, als Betreiber unsere Sicht als auch Bedürfnisse, angefangen vom Zielprozess bis hin zu der Anforderungsdefinition oder Durchführung von Demonstratorzügen, einzubringen. In Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Graz simuliert die Rail Cargo Austria verschiedene Migrationsszenarien, um herauszufinden, welche Szenarien am erfolgreichsten sind bzw. wo Engpässe zu erwarten sind. Europa hat sich im Green Deal
hohe Ziele gesteckt hinsichtlich Kapazitätssteigerung im Schienengüterverkehr. Diese Ziele sind jedoch nicht nur dadurch zu erreichen, dass man die Strecke ausbaut, sondern erfordern auch smarte Lösungen wie die DRK. Wir gestalten gemeinsam mit europäischen Partnern einen einheitlichen europäischen Zielprozess, leiten funktionale Anforderungen ab, arbeiten aber auch bei technischen Spezifikationen aus Sicht des Betreibers mit. Meiner Meinung nach ist die größte Innovationsleistung, dass wir Strom und Daten durch die DRK auf den Güterzug bringen. Wir hatten selbst die Möglichkeit, in Österreich für einen Monat die Tests von verschiedenen Prototypen zu begleiten und die Erfahrungen in die Entwicklung einzubringen. Die DRK leistet einen wichtigen Beitrag zur Beschleunigung der Betriebsprozesse und Steigerung der Produktivität. Sie senkt das Gefahrenpotenzial für Mitarbeiter und entlastet diese. Und sie bringt uns eine Kapazitätssteigerung im Schienennetz. Das Thema Verschub der Zukunft ist ein wesentlicher Bestandteil der Automatisierung im Bahnbetrieb. Verschub bedeutet, insbesondere im Güterverkehr, die Zerlegung und Neubildung von Güterzügen, aber auch die Ablieferung von Wagen beim Kunden bzw. die Abholung vom Kunden und die Aktivitäten, die da dahinter stehen. In Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Graz wurde ein Simulationstool entwickelt, mit dem die Planung von Verschubaktivitäten unterstützt werden kann. Diese Planungsaktivitäten beziehen sich sowohl auf die erforderliche Infrastruktur als auch auf den Ressourceneinsatz, das heißt auf den Einsatz von Personal und insbesondere Fahrzeugen. Wir betrachten alle Prozessschritte und alle notwendigen Ressourcen zur Abwicklung des Verschubs, sowohl in unseren großen Infrastrukturknoten wie auch in beliebigen Bahnhöfen. Dadurch kann der Gesamtprozess des Verschubes optimiert werden. Besonders spannend ist, dass dieses Instrument auch die Grundlage dafür bilden kann, dass Algorithmen für den automatisierten Verschubbetrieb im Echtbetrieb umgesetzt werden können. Wir haben daher im ersten Schritt, ausgehend von den Darstellungen am Bildschirm, auch den Versuch unternommen, Fahrbefehle auf Modellbahn darzustellen. Die besondere Innovation bei diesem Projekt besteht darin, dass das Tool allen Planern in die Hand gegeben werden kann. Darüber hinaus ist es uns gelungen, in einem innovativen Ansatz allgemein zugängliche Geodaten mit Daten der ÖBB-Infrastruktur so zu verknüpfen, dass auch hier eine ganzheitliche Bearbeitung von Planungsaufträgen möglich ist. Dies vereinfacht den Planern die Arbeit an den Grundlagen und sie können sich auf die eigentliche Optimierung der Prozesse in der jeweiligen Situation konzentrieren. Die Ergebnisse dieses Projekts helfen uns, den Schienengüterverkehr effizienter, kundenfreundlicher und vor allem zukunftsfähiger zu machen. Das ist unser Beitrag, die Logistikkette von morgen zu gestalten. Im Arbeitspaket Regionalbahn geht es darum, die Regionalbahn durch Innovation fit für die Zukunft zu machen, sie wirtschaftlicher und effizienter zu gestalten. Im Zuge der neuen Eisenbahnkreuzungsverordnung müssen bis 2030 viele Eisenbahnkreuzungen technisch gesichert werden. Das heißt, wir müssen dort Anlagen hinbauen, die natürlich auch mit Strom versorgt werden müssen. Die Herausforderung ist, dass gerade in dünn besiedelten Gebieten an den Stellen, wo die Eisenbahnkreuzungen errichtet werden müssen, es noch keine Stromversorgung gibt. Und da kommt jetzt der Demonstrator für energieautarke Eisenbahnkreuzungen ins Spiel. Unsere Lösung auf elektrifizierten Strecken ist die Versorgung über die Oberleitung. Dort kann ein Oberleitungstrafo montiert werden und der stellt dann die Stromversorgung für die Eisenbahnkreuzung zur Verfügung. Auf nicht elektrifizierten Strecken soll eine Kombination aus Photovoltaikanlage und Brennstoffzelle zum Einsatz kommen. In den sonnenreichen Monaten kann die Eisenbahnkreuzung komplett über die PV-Anlage mit Energie versorgt werden. Am Tag wird genug Energie produziert, um Batterien aufzuladen, die die Eisenbahnkreuzung dann auch in den Nachtstunden mit Energie versorgen.
In den sonnenarmen Monaten, vor allem im Winter, reicht die Versorgung über die PV-Anlage nicht aus. Deswegen haben wir zusätzlich dort noch eine Brennstoffzelle im Einsatz, die über Methanoltanks die Eisenbahnkreuzung versorgt. Der Vorteil dieses Konzepts ist, dass wir den Synergieeffekt nutzen, dass die Eisenbahnkreuzung sowieso einmal jährlich gewartet wird und wir im Zuge dessen die Methanoltanks der Brennstoffzelle wieder auffüllen können. Im Zuge des Arbeitspaketes Regionalbahn haben wir auch in Oberwart den sogenannten Gesamtdemonstrator ins Leben gerufen. Dort forschen und entwickeln wir an alternativen Kommunikationsmitteln und an innovativer Sicherungstechnik. Die FH Oberösterreich haben uns den RBC-Simulator für den Gesamtdemonstrator in Oberwart zur Verfügung gestellt. Die Firma Zelisco ist für die Eisenbahnkreuzungssicherungsanlagen zuständig. Die Firma Renacon hat die Stromversorgungsanlage für den Demonstrator Energieautarke Eisenbahnkreuzung in Rasdorf errichtet. SCS Supercomputing und EBE Solutions haben uns die Weichensteuerung für den Gesamtdemonstrator in Oberwart zur Verfügung gestellt. Ich bin stolz darauf, dass mein Team und ich das System Eisenbahn insgesamt ein bisschen besser machen werden. Wir haben es geschafft zu zeigen, dass es auch für den Bahnbetrieb möglich ist, alternative Energiequellen zu nutzen. Durch das Projekt wird die Regionalbahn insgesamt attraktiver und dadurch schaffen wir es, mehr Leute für die Regionalbahn zu begeistern. Taro war ein starkes Projekt. Es war insbesondere geprägt durch eine sehr starke Umsetzungsorientierung, durch auch eine sehr fokussierte Bearbeitung. Wir haben uns an die Zielsetzungen, die übergeordneten Ziele gehalten und ich glaube, das ist schon beeindruckend, dass man, wenn man eben diese Anwendungs- und Umsetzungsorientierung von Anfang an im Fokus hat, dass man dann auch bei den Ergebnissen etwas Brauchbares produzieren kann. Das ist Mehrwert, wie wir ihn brauchen. Aus den gewonnenen Erkenntnissen können wir vor allem Profit ziehen als Bahnen, ÖBB, aber natürlich andere Bahnen in Österreich, in Europa. Aber wir dürfen auch nicht die Endkundensicht vergessen. Es ist für die Logistikbetreiber, für die Kunden des Güterverkehrs wichtig, dass wir dort produktiver werden, dass wir mehr Kapazität bekommen, dass wir mehr Qualität bekommen. Und natürlich auch die Personenverkehrskunden werden von der technologischen Revolution, wo Taro ein kleiner, aber feiner Beitrag sein kann, profitieren. Ich bin in meiner Position, aus meiner Sicht, sehr zufrieden mit dem Projekterfolg.